Herzlich willkommen zum X-Tipp-Spieltagstipp zum 6. Spieltag der Bezirksliga Ost. Heute mit Shine Ahmadi, ASV Hamburg. Ja, fangen wir auch an. Bereit? Ja, bereit. Ja, am Freitag, den 2.9. geht es los um 19.30 Uhr, das die Begegnung MSV Hamburg gegen die UH Adler. In MSV? Genau. Oh, ich glaube 2-1 UH Adler. Ebenfalls am Freitag Rahlstedter SC gegen den SC Eibig. Ich sag mal 1-1. Wäre gut für uns. Wäre gut für uns und deswegen hoffe ich ein 1-1. 1-1, alles klar. Am Samstag, den 3.9. geht es weiter um 15 Uhr. Ihr selbst, der ASV Hamburg gegen den TuS Hamburg. 4-0. Irgendwelche Torschützen im Sinn? Einmal Müslim ist, glaube ich, dann wieder da. Hüseyin Tosun, Mahir und vielleicht Salah. Alles klar. Am Sonntag geht es weiter mit der zweiten von Schwarzenbeck gegen Voran Oe 2. Boah, ich glaube Schwarzenbeck zu Hause müsste das machen. 2-0. 2-0. 15 Uhr geht es weiter. SC Wendorf gegen Bildstedt Horn. Oh, 2-1 Bildstedt Horn. Weiter geht's mit Kroatia Hamburg gegen den FSV Geesthacht. 3-0 Kroatia. 3-0 Kroatia. ETSV Hamburg gegen den SV Börnsen. Boah, so ein 0-0. Ganz klassisches 0-0. 0-0, ganz ruhiges 0-0. Und zu guter Letzt der SC 4 Marschlande gegen TSV Glinde. Ich glaube 2-1 Glinde. 2-1 Glinde? Alles klar. Überraschung. Da irgendein Torschützen im Sinn? Von Glinde? Genau, oder? Oh, ich glaube die Nummer 23 war nicht schlecht heute. Ich weiß seinen Namen nicht, aber der war nicht schlecht. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei dir.